Besser ist er. Männer TV. Damit du weißt, was Bescheid ist. Sag ich doch. Ja, mein Name ist Tobias Strauß. Ich fahre Autocross im Westdeutschen Autocrossverband und dann hoffentlich im August beim Werner-Rennen. Der Autocross-Sport kommt ursprünglich aus England und meine Fahrzeugklasse ist jetzt Hecktriebler, Eigenbautenfahrzeuge. Hat nichts mehr mit einem normalen Auto zu tun oder sonst irgendwas, sondern es ist alles selbst konstruiert. Und ja, mal gucken, wie das wird. Unterschiedlich von 75 PS VW Polo, der dann 800 Kilo wiegt, bis 700 PS Eigenbaufahrzeug, der 600 Kilo wiegt. Die Facette ist riesengroß. Man könnte theoretisch jedes Auto von der Straße nehmen und zum Autocross-Sport verwenden. Das Highlight auf jedem Rennen sind immer die Eigenbauten. Gerade als Hecktriebler, die schmeißen 30, 40 Meter Dreck hinterher, wenn man dann in die Kurve reinfährt und ein Slide kommt und man das Auto gar nicht mehr sieht, sondern nur den aufspritzenden Dreck. Das ist einfach eine Megashow. Wir sind so weit über 1000 Leute, die in Deutschland diesen Sport betreiben. Einige weniger professionell, andere mehr professionell. Es gibt viele Meisterschaften in Deutschland, viele regionale Meisterschaften, auch Kreismeisterschaften. Wir haben eine deutsche Meisterschaft, das ist das höchste Prädikat, was wir so national haben, und eine FIA-Europameisterschaft, ist prädikatsmäßig wie die Formel 1 gleichgestellt über den offiziellen Verband. Ja. Ich bin ganz früh zum Motorsport gekommen, mit 8 Jahren habe ich mit Kartfahren angefangen. Mein Großvater ist 1992 dann dem Autocross-Sport beigetreten. Und ja, dann ist man da so reingewachsen. Ich bin als Kind schon immer auf den Rennstrecken unterwegs gewesen. Und ja, das hat mich dann gepackt. Das ist wie eine Sucht. Habe dann 2007 selber angefangen zu fahren. Sehr erfolgreich, im ersten Jahr gleich Meister geworden. Und ja, dann war beschlossene Sache, dass das wohl bis zum Lebensende dann so weitergehen wird mit dem Sport. Wir sind eine große Familie. Egal, wo man hinfährt, auf welche Rennstrecke, jeder hält zusammen. Klar gibt es auf den Rennen Konkurrenz, aber sobald man dann wieder im Fahrerlager ist, wird ein Bier zusammen getrunken und alles ist vergessen und es wird abends schön gefeiert. Es macht echt Spaß. Ja, also ich habe da seit 1,5 Jahren habe ich da einen speziellen Kumpel, den Jan Wohlgemuth. Der meint immer, dass er ein besseres Auto hat als ich, und wir sticheln uns da immer so ein bisschen auf. Und wir haben jetzt die Chance, nach 1,5 Jahren endlich mal dann beim Werner-Rennen aufeinander zu treffen, und dann zeige ich ihm mal, wo der Hase langläuft. Den Rahmen habe ich gekauft im September letzten Jahres, und das ist ein Fast-Speed-Rahmen aus Holland, die stellen die Rahmen her. Da war ursprünglich mal ein 4-Zylinder-BMW-Motor drin, den haben wir jetzt umgerüstet oder sind dabei umzurüsten auf einen V6-Audi-Motor. Als Hecktriebler. Ja, so fertig wäre schön. Ich muss den Antrieb noch fertig machen, Motor einsetzen, Getriebe ranhalten, Antriebswellen bauen, Auspuff, ein bisschen Elektrik, und dann ist er aber fertig. Theoretisch wollten wir nächste Woche das erste Mal zum Testen fahren. Das hat sich ein bisschen verschoben. Plan ist dann Anfang April, dass er auf der Strecke steht und dann ausgiebig getestet werden kann, weil im Mai dann die offizielle Meisterschaft losgeht. Da muss vorher noch einiges trainiert werden. Es ist definitiv das Werner-Rennen, und das wäre schön, wenn man dieses geile Jahr dann abrunden könnte am Ende des Jahres mit dem Meistertitel. Ja, ich habe 2009 am Weltrekord mitgemacht, 77 Stunden Dauerkart fahren in Jüterbog. Die Urkunde hängt immer noch im Wohnzimmer, das war ganz cool. Und ansonsten erlebt man halt bei jedem Rennen irgendwelche spektakulären Sachen, die super interessant und eigentlich alle nennenswert sind. Aber dann sitzen wir hier noch 2 Jahre. Man sieht es ja auch in den Werner-Filmen, und was da wirklich los war.
Und ich habe dann einfach zu Hause gesessen, Langeweile gehabt, habe das gesehen bei Facebook, dass Werner-Rennen stattfinden wird. Und habe dann gedacht, ach Mensch, die suchen dann noch ein paar Leute, Akteure, wegen Autos ausstellen, schreibst du dir einfach mal eine E-Mail hin. Ja, dass das denn daraus wird, dass ich das nun organisiert habe, was den Autocross-Bereich betrifft, da habe ich natürlich nicht mit gerechnet. Einfach eine riesengeile Fete, dass wir den Autocross-Sport auch ein bisschen bekannter machen können, ein bisschen in den Vordergrund holen können, weil viele Leute vergleichen den Autocross-Sport immer mit dem Stockcar-Racing und das hat nichts miteinander zu tun. Und um einfach da diesen Spalt den Leuten deutlich zu machen. Beim Stocker geht es ja darum, sich zu crashen und wir sind die Formel 1 auf Sand. Bei uns geht es einfach nur um Geschwindigkeit, um geile Überholmanöver, um eine spektakuläre Show und jedes Vergehen, also auch in Rempla, wird natürlich bestraft. Ja, Prominenz bei Werner-Rennen, der Könner auf drei Rädern, Thomas Runhold wird da sein. Spektakulär letztes Jahr auf drei Rädern durchs Ziel gefahren. Der hat das nicht geschockt, dass da zwei Runden lang ein Rad fehlte. Und der achtfache Europameister Bernd Stubbe wird höchstwahrscheinlich auch am Start sein. Ja, wir sind vom Orga-Team her, was den Autocross-Bereich betrifft, 10 Mann. Ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, der selber auch fährt und eventuell auch fahren wird beim Werner-Rennen. Ja, dann mein Vati und von Vati die Moped-Kumpels und mein Chef kommt mit. Und ja, das sind schon ein paar Mann. Brösel. Einfach, weil Brösel das dieses Jahr hinkriegt mit Schalten. Leute, es kesselt wieder. Werner-Rennen.de